Ja, klar. Hallo, ich bin's der Jogi hier aus der Bundestrainerzentrale. Das ist hier eben dann, sagen wir mal, immer mal auch mal der Platz von meiner Sekretärin. Aber ich habe dem Oliver Bierhoff freigegeben, sodass ich eben jetzt hier auch selber sitzen tue. Ja, ich als Bundestrainer habe natürlich auch den Spieltag verfolgt und muss eben dann auch sagen, dass, sagen wir mal, Bayern mit dem Unentschieden gegen Leverkusen eben dann auch nicht zufrieden sein kann. Klar, weil Leverkusen eben dann auch eine Mannschaft ist, die seit Monaten ohne brauchbaren Stürmer spielt. Sidney ist ja mal ausgenommen. Ja, klar, was natürlich stark ist beim FC Bayern, das ist eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch mal die Bank. Ja, Götze und Pizarro und eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch mal Robben, die eben dann da sitzen. Ja, klar, der FC Bayern hat mehr Geld auf der Bank als komplett Griechenland. Ah, und im Vergleich dazu ist eben dann Dortmund ist eben dann schwach. Ah, da ist auf der Bank ist da nix. Ja, noch nicht mal der Trainer darf da sitzen. Hm. Wo habe ich denn hier die Akte Weidenfeller? Hm, ja, klar, die habe ich schon weggeworfen. Aber ihr habt natürlich nichts gegen Dortmund. Ich mag den Club wirklich sehr gern. Außer vielleicht eben dann, sagen wir mal, das Stadion, was ich nicht so gut finde. Oder eben dann, oh, der Trainer. Gut, Torwart ist eben dann, oh. Und die Spieler, Vorstand, Fans, aber sonst super Club. So, jetzt muss ich eben noch ganz kurz, sagen wir mal, immer mal auch mal die Gunst der Stunde nutzen und eben dann, oh, den Lasogga vom HSV nach dem Hattrick für Brasilien einbuchen, bevor mir wieder irgendeiner mit der Kiesling-Nummer kommt. Ja, klar, wenn man vom Teufel spricht, der Ernährungsberater vom DFB. Moment. Kalli, was gibt's? Jogi, tu mir einen Gefallen. Nimm den Stefan Kiesling mit nach Brasilien. Der Junge ist 2,43 Meter groß. Der kann dir im deutschen Lager wunderbar die Einbauschränke von oben sauber machen. Außerdem könnte er bei Abendspielen als Flutlichtmast agieren. Und er braucht kein eigenes Hotelzimmer. Er ist lang, er ist dünn. Briefmarke auf den Arsch. Ab in der Besenkammer übernachten. Also bitte, nimm den Stefan Kiesling mit. Denk an meine Worte, Jogi. Kalli, ich verspreche dir, ich denke nochmal ausführlich drüber nach. Moment. Nein. Schalke gewinnt eben dann auch, sagen wir mal, 4-1 gegen Augsburg. Ja, klar, das ist eben dann auch ein toller Club. Ja, die Fans, Spieler, Trainer, Stadion, Rasen. Ja, toll. Vor allem, weil eben das Trikot eben dann auch genauso aussieht wie meine Nivea-Flasche. Ist wirklich toll. Ja, klar. Toller Club. Gegen Dortmund habe ich nichts. Matze Knobs Erfolgstour Platzhirsche geht weiter. Sichere jetzt schon die Tickets für die neuen Termine in deiner Stadt auf matzeknob.de. Dort bekommst du auch den perfekten Song zum Champions League Finale. Wir sind die Besten in Europa. Champions CD und neue Tourtickets ab sofort auf matzeknob.de.